Ich bin gern Schreiber. Daher kommt es, dass ich viel schreibe. Ich habe ständig neue Ideen. Es kommt von allen Seiten und es ist zu einem großen Teil unkontrollierbar. Ich lese irgendwas und schon beginnen die Rädchen sich wieder zu drehen. Ich habe das mal probiert, Pause zu machen. Das war sehr anstrengend, auf jeden Fall ab dem dritten Tag. Meine Freunde kennen das schon, wenn wir zusammen im Urlaub sind. Dann wissen die schon, so nach dem dritten Tag geht meine Laune langsam runter, weil ich nichts Kreatives mache. Und dann kann die Anweisung schon mal sein, du gehst jetzt in die Ecke und setzt da hin und schreibst dann irgendeine Kurzgeschichte oder irgendwas anderes und dann geht es dir wieder besser und dann kommst du wieder zurück. Prinzipiell traue ich Erfolg nie, weil er morgen schon wieder vorbei sein kann. Oder weil man denkt, irgendwas könnte erfolgreich sein und wird es dann nicht. Damit muss man immer rechnen, deshalb bin ich völlig entspannt, was Erfolg angeht, wenn man sich nicht darauf verlässt oder darauf stützt oder fest damit rechnet. In meinem Fall ist es jetzt so, dass ich zum Glück einige Romane geschrieben habe, die sehr erfolgreich waren. Das bedeutet für mich, ich habe extreme Freiheit, was mein eigenes Leben angeht und was meine Kreativität angeht. Also es gibt keine Vorschriften, was ich als nächstes schreiben soll. Ich kann mein Leben, meinen Tagesablauf frei bestimmen. Das gibt, glaube ich, extrem wenig Menschen, die das so von sich sagen können. Und deshalb bin ich sehr froh und ich bin mir auch des Luxus durchaus bewusst. Und deshalb ist Erfolg eine schöne Sache, aber er ist halt nie sicher. Ich schreibe aus Spaß, weil mir Geschichten erzählen Spaß macht, weil mir Recherchieren Spaß macht, weil mir das Erfinden von Welten Spaß macht. Und ich habe unwahrscheinlich großes Glück, dass die Fans überwiegend bei vielen Dingen auch mitgehen. Die biegen ab und sagen, okay gut, Zwergen hat mir gefallen, aber ich gucke jetzt mal, was er mit Vampiren macht. Ich gucke mal, welche neuen Fantasy-Welten er noch erfunden hat. Bis hin zu ja, politischen Geschichten oder bis hin zu Sachbüchern. Gut, die sind schon sehr themenbezogen, zum Beispiel über Vampirismus. Also Vorsicht, nur weil ich schwarze Klamotten trage und Grufti bin, heißt das, dass ich automatisch auch wirklich an sowas glaube. Das tue ich nicht, dafür ist der Historiker zu stark in mir. Aber aufzuarbeiten als Beispiel, wo Vampirismus herkommt, wo unser Vampirglaube herkommt, das fand ich super spannend und das fanden auch die Fans spannend. Und deshalb bin ich sehr glücklich und sehr dankbar für so treue Fans. Und das ist halt großartig, was Besseres kann ja eigentlich nicht passieren. Die Fantastik-Szene oder auch die Leserschaft ist echt variantenreich und riesig. Das geht hin von klassischen Cosplayern, die sich unglaublich reinhängen bei ihren Outfits. Das kostet Zeit und echt viel Geld, um Rüstungen nachzubauen. Ich hatte auch schon Lesungen, wo plötzlich Leute in einer Albeer-Rüstung kommen. Albeer sind die Bösewichte aus den Zwergenromanen. Das ist schon sehr strange, inklusive schwarzer Kontaktlinsen für die Augen, wo dann plötzlich echte Albeer neben dir stehen. Du hast die klassischen Mittelalter-Fans, die voll und ganz in diesen erdachten Welten aufgehen. Du hast aber auch die Leute, die in Jeans und normalen Klamotten durch die Gegend gehen. Also es ist von allem was dabei und das ist ja auch das Schöne, inklusive des Bankers, wo du denkst in der Lesung, der hat es verlaufen, weil da ein Mann im Anzug sitzt und denkst, na, vielleicht hat er die Karte geschenkt bekommen. So, wo ich dann als Klischee denke, na, der hat es bestimmt verlaufen oder wurde gezwungen oder vielleicht ist er mit seiner Freundin da, was auch immer. Der outet sich hinterher dann auch eben als Hardcore-Fantasy-Fan, der sich in allen Bereichen auskennt. Das Coolste war, ich hatte mal eine Oma, die mit ihrer Enkelin auf meiner Lesung war, weil sie beide Fantasy gerne mögen. Und dann sieht man ja auch, man kann nicht sagen, es endet bei Alter 50 oder 60 oder was auch immer, sondern es geht eben hoch und das ist einfach eine Einstellungssache, glaube ich. Also ob man bereit ist, im Kopf in andere Welten, in total fremde Welten, exotische Welten eintauchen zu wollen. Es gab ja diverse Vorgängerbände und für mich stand jetzt im Raum die Frage, führe ich die Geschichte weiter oder mache ich was komplett Neues? Für mich war aber die alte Geschichte größtenteils fertig erzählt. Mir ging es darum, in dem neuen Band eine neue Geschichte erzählen, die das übernimmt, was in den Vorgängerbänden passiert ist, aber trotzdem was ganz Neues ausbreitet, mit neuen Charakteren in einem geborgenen Land, das sich auch schon ein bisschen entwickelt hat. Ich habe einen Zeitsprung gemacht von, also ich würde sagen, 1000 Jahren. Das heißt, ein Zwerg wird zwar alt, aber 1000 Jahre ist schon sehr viel.
Das heißt, wir haben ein paar Nachfahren von bekannten Charakteren, aber auch das geborgene Land hat sich geändert. Mir kam das Meer ein bisschen zu kurz bisher und ich dachte mir, so ein Meer wäre schon schön. Es gab also große Erdbeben im geborgenen Land. Teile dieser Gipfel, die sich schützend um das geborgene Land gelegt haben, sind verschwunden. Dafür gab es einen Durchbruch, ein Meer hat sich gebildet. Somit konnte ich die Seefahrt, die ein bisschen zu kurz kam, jetzt auch neuer präsentieren. Es gibt also ein komplett neues Setting, wenn man so möchte, ohne das Bekannte total über Bord zu werfen. Ein paar bekannte Charaktere tauchen doch auf, aber es ist trotzdem neu und es geht immer noch um Zwerge. Beim Schreiben zu zweifeln ist, glaube ich, keine gute Idee. Also muss ich das durchziehen, was ich schreibe und stehe zu 100% dahinter und bin absolut davon überzeugt. Wenn es dann nicht so funktioniert, muss ich damit leben. Dann ist das mein Pech. Der Verlag wird es wahrscheinlich nicht ganz so entspannt sehen, aber hey, so ist das halt. Aber mich selber zu limitieren, indem ich sagen würde, überleg mal, wollen die Leute das überhaupt lesen oder kann ich den sterben lassen oder darf das überhaupt passieren? Ist das ein Setting, das überhaupt jemand lesen will? Das ist der falsche Ansatz. Im Kreativgeschäft, sag ich mal, im Buchgeschäft bin ich seit dem Jahr 2000. Im Jahr 2000 habe ich meinen ersten Vertrag unterschrieben. Das war ein verdammt gutes Gefühl, dass du weißt, du bist bei einem großen Publikumsverlag und du darfst dich austoben. Was aber nicht von großem wirtschaftlichen Erfolg gekrönt war. Ich sag's mal ganz vorsichtig. Eigentlich war ich damals Journalist, insgesamt war ich 10 Jahre lang Journalist, freiberuflich und habe nebenbei Bücher geschrieben. Dann kam zum ersten Mal die Abrechnung von Die Zwerge und siehe da, plötzlich war, das klingt wieder seltsam, Freiheit da, weil die Kriegskasse zum ersten Mal so gefüllt war, dass ich wusste, okay, man kann doch vom Schreiben leben, das wusste ich ja gar nicht. Also es funktioniert offensichtlich doch. Das war natürlich ein Riesending und dann bin ich damals zu meinem Chefredakteur gegangen und habe gesagt Folgendes, es sieht so aus, als ob es klappen könnte. Ich sage jetzt mal Tschüss, vielleicht bin ich im halben Jahr wieder da. Ne? Ihr kennt mich ja dann noch, hoffentlich. Ich versuche mal nur vom Schreiben leben zu können. Das Jahr war im Jahr 2004, das war die erste Abrechnung von den Zwergen. Und seit 2004 mache ich das Ganze eben hauptberuflich. Also nachdem das mit dem Schreiben einigermaßen geklappt hat, habe ich mir einen Wunsch erfüllt, den ich immer hatte, ich wollte mal eine Kneipe haben. Also insgesamt haben wir 3 Leute, 2 davon haben davon gelebt, ich habe das einfach nur just for fun gemacht, wirklich für Spaß. Es war ein Irish Pub und ein Irish Pub ist natürlich viel entspannter, es ist keine Spitzengastronomie, das heißt die Leute kommen dahin, um eine gute Zeit zu haben, leckeres Bierchen zu trinken und dann Live-Musik und dann ist die Welt gut. Und genau so wollten wir das entspannt gestalten. Das habe ich 3 Jahre gemacht. Und einmal die Woche tatsächlich selber Dienst geschoben, mittwochs. Seitdem habe ich auch ziemlich Hochachtung vor guter Gastronomie, weil ich einfach weiß, was es bedeutet. Gleichzeitig kriegst du auch, ich war immer an der Theke, du kriegst auch Geschichten gratis geliefert. Die Leute nehmen dich ja als Inventar wahr. Und da gab es auch so manches, was der Barkeeper gehört hat, aber stillschweigend in seine große Kammer des Geschichtenfundus aufgenommen hat. Lesungen gehören natürlich mit dazu. Meine erste Lesung, das war noch Welpenschutz, sage ich jetzt mal so. Das war bei mir in der Heimatstadt. Es waren zwar 75 Leute, aber die kannte ich irgendwie alle. Dann ging es langsam los mit Lesungen auswärts. Das war schon ein bisschen aufregender, mit 50 Leuten, 60, 70 Leuten. Das hat aber ganz gut funktioniert. Es waren meistens Buchhandlungen, geschützter Raum. Du hast Blickkontakt zu allen und das funktioniert. Dann kam zum ersten Mal die Situation, dass es hieß, ja, du liest auf dem Festival, Mera Luna Festival, Freitagabend. Ich dachte, entspannt, gut, Freitagabend, Anreisetag, wenn da 200 Leute kommen, check. Wir lasen einen Flugzeughangar. Allein schon die Dimensionen von einem Flugzeughangar zu einer Buchhandlung ist schon ein bisschen unterschiedlich. Dann hieß es vom Einlass, wir machen jetzt auf. Die machten auf und es kamen Leute und es kamen immer noch Leute. Und es kam immer noch, dachte ich, die ersten 2 Reihen sind ja schon 200 Leute. Dann saßen im Endeffekt 2500 Mann da. Muss man wissen, das Mera Luna Festival ist ein Grufti-Festival, das heißt, die Leute sind alle nett. Viele denken, Grufti sind böse, weil sie schwarze Klamotten tragen und oft anders geschminkt sind. Die sind alle ganz nett. Das heißt, ein gewisses Wohlwollen wusste ich ja schon, aber trotzdem, es ist ein anderes Gefühl, wenn du da sitzt vor 2500 Leuten in einem Flugzeughangar. Wenn nur 30, 40 Leute keine Lust mehr auf dich haben, aufstehen und gehen, ist das natürlich, die können ja machen, was sie wollen. Natürlich können sie gehen, wenn es ihnen nicht gefällt. Aber da war natürlich der Puls schon mal direkt
oben. Und ich habe gemerkt, was dann zurückkommt, als die Lesung fertig war, es hat alles super funktioniert, die haben gelacht an den richtigen Stellen, was übrigens auch verheerend ist, wenn an den falschen Stellen gelacht wird. Als dann Applaus kam von 2500 Leuten, dann habe ich verstanden, warum so viele Musiker gerne live spielen, weil es ein total tolles Gefühl ist. Ich war mit meiner halben Stunde, wir lesen immer so eine halbe Stunde, sind immer drei verschiedene Autoren und Autoren, war ich total glücklich. So Ausflug auf die Bühne ist schon okay, auch vor großem Publikum. Aber dann weiß ich, das sollen Leute machen, die zu 100% gerne oben rumspringen und Stimmung machen. Und ich sehe das immer gerne als Ausflug, aber ich bin auch gern wieder dann zu Hause. Ich bin jemand, der im aktuellen Geschehen sehr verhaftet ist. Also morgens für mich gehört immer dazu, erstmal diverse Online-Magazine durchstöbern. Was sind die Headlines? Was ist passiert? Das liegt wahrscheinlich noch an meinem Dasein als Journalist von früher. Aber richtig spannend finde ich die Kleinigkeiten. So kleine Meldungen, wo mein Kreativzentrum sofort wieder anspringt. Wie diese eine Sache, wo diesem Rentner jetzt der Prozess gemacht wurde, der in seinem Keller diesen Panzer stehen hatte, ein Torpedo und so und so viele Schussmunition und Gewehre, wo ich mir denke, wie würde ein Einbrecher schauen, der denkt, in diesem riesengroßen Keller, da ist bestimmt ein Goldschatz versteckt. Und du machst so das Neonlicht an und es flackert und vor diesem Einbrecher steht dann ein guter Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg und er denkt, wir haben ein Problem. Sowas finde ich viel witziger, weil das sind solche Sachen, auch das kannst du dir eigentlich fast nicht ausdenken. Wenn ich einen Workshop mit Politikerinnen und Politikern machen würde, die würde ich gar nicht so in dem schulen, was sie eh schon drauf haben, Geschichten erzählen, Narrative spinnen oder sonst irgendwas. Nö, ich würde mit den Jungs und Mädels würde ich mal in den Wald gehen. Jeder kriegt ein Messer und vielleicht ein Döschen mit Streichhölzern, wasserfest. Und dann gucken wir mal, was das Wochenende so bringt. Ich war bei den Pfadfindern, ich war bei der Bundeswehr. Ich komme da irgendwie durch. Ich weiß, wie das ist, wenn es regnet und liegst im Wald und hast eigentlich gar keinen Bock mehr. Das wäre, glaube ich, mal spannend zu sehen, wie so Politiker reagieren. Ich glaube, auch da wäre ich positiv überrascht von manchen. Ja, man denkt ja selber, man ertappt sich ja immer, du hast ein Klischee von bestimmten Leuten, Menschen, Berufsgruppen. Da wäre ich wahrscheinlich überrascht, wie gut manche damit klarkämen. Und bei anderen würde ich, glaube ich, sagen, haha. Ja, das wäre mal spannend.